Ich sage dir auch, warum ich denke, dass das ein Seilspringanfänger nicht schafft. Und zwar deswegen. Hallo und herzlich willkommen bei springseilpower.de oder bei seilspringen-lernen.de. Heute will ich einmal auf einen Kommentar eingehen, der unter einem meiner Videos stand. Und zwar hatte ich mal ein Video gemacht von 6 mal 1 Minute Seilspringen für Anfänger. Und da kam dann eine Frage, und zwar, ob man 6 Minuten auch hintereinander als Seilspringen-Anfänger es schafft, dort gleich so zu starten. Ich persönlich bin der Meinung, dass man es vermutlich nicht schaffen wird. Du kannst dich aber selber gerne davon überzeugen. Wir werden jetzt einfach mal eine Einheit über 6 Minuten zusammen Seilspringen. Und zwar, ich sage dir auch, warum ich denke, dass das ein Seilspringanfänger nicht schafft. Und zwar deswegen, weil erstens, er muss ja erstmal mit der Koordination mit dem Springseil zurechtkommen. So, wenn du Anfänger bist, bist du meistens noch nicht so trainiert. Das heißt also, deine Ausdauer ist noch nicht da. Viele haben irgendwo Probleme, über 1 Minute oder 2 Minuten zu springen. Und darum, glaube ich, ist es schon sehr anspruchsvoll, wenn man 6 Minuten hintereinander springt. Aber du kannst dich ja gerne selber davon überzeugen. Und zwar, wir werden jetzt, wie gesagt, 6 Minuten hintereinander springen. Du schnappst dir einfach jetzt dein Springseil und testest, wenn du Seilspringanfänger bist, ob du es schaffst, hintereinander beispielsweise 6 Minuten zu springen. Und damit es nicht so langweilig wird, packe ich noch tolle Musik runter und wir beginnen gleich. Bis gleich. So, damit wir das auch nicht so schwer machen, wir nehmen heute das ProSpeed Rope Springseil, was noch ziemlich leicht ist und was sehr gut schwingt. Und wir fangen gleich an, wie gesagt, 6 Minuten hintereinander zu springen, und zwar in 5 Sekunden. Und Start. Work. So, die erste Minute ist um. So, 2. Minute ist um. Wir haben noch nicht die Hälfte.
So, die Hälfte ist um, 3 Minuten sind geschafft. Wenn du als Anfänger hier noch mitgehalten hast, schon mal Daumen hoch. Am besten ist, du schreibst mal unten in die Kommentare, wenn du Seilspringanfänger warst, wie lange du geschafft hast, durchzuspringen. Also es ist keine Aufforderung, hier die 6 Minuten mitzuspringen. Es ist nur die Antwort auf die Frage, ob man als Springseilanfänger 6 Minuten hintereinander springen kann. Und das finde ich, glaube ich, für einen Anfänger schon sehr ambitioniert. So, 2 Minuten noch, 4 haben wir schon hinter uns. So, 5 Minuten sind vorbei, letzte Minute. Und du kannst dir jetzt die Frage selber bestellen oder selber beantworten. Bist du noch dabei? Oder wie lange konntest du als Seilspringanfänger durchhalten? So, gleich noch die letzten 30 Sekunden. Und ich würde mal sagen, die letzten 15 werden wir noch mal vollen Speed geben und dann sind die 6 Minuten um und zwar gleich geht's los, 17, 16 und Speed. Hops, ja, siehst du, so ist das. Wenn man Speed geben will, machen wir es halt so, geben wir noch mal richtig Speed. So, das war das Video für die Frage oder als Antwort auf die Frage, ob man als Seilspringanfänger 6 Minuten durchspringen kann. Das kannst du selber für dich jetzt beantworten. Wenn du von Anfang bis Ende mit dabei warst, kannst du es. Ansonsten ist es nicht weiter schlimm, weil man trainiert sich normalerweise Stück für Stück an die längeren Sachen ran. Und wie gesagt, schreibe gerne mal in die Kommentare, wie weit du gekommen bist als Seilspringanfänger. Und bis zum nächsten Mal. Abonnier den Kanal. Besuch unsere Facebook-Gruppe bzw. komm in unsere Facebook-Gruppe. Bis zum nächsten Mal von René von springseilpower.de. Bis dann und ciao.